Heute geht es bei Menschen überzeugen um die deutsche Bundeswehr. Was macht die Bundeswehr eigentlich in Staaten wie Afghanistan oder Mali? Ist die Bundeswehr überhaupt noch eine Verteidigungsarmee? Und vielleicht die schwierigste aller Fragen, dürfen deutsche Soldaten eigentlich töten? Und dazu spreche ich nicht mit irgendjemandem, sondern mit dem einzigen Professor für Militärgeschichte in Deutschland, dem Historiker und ganz wichtig, Spiegel-Bestseller-Autor, dem Professor Sönke Neitzel. Herr Neitzel, danke schön, dass Sie sich Zeit genommen haben. Immer gerne, hallo. Hallo. Ja, also ich fange mal an mit einer der Fragen aus dem Intro. Einige fragen sich, was macht die Bundeswehr eigentlich in solchen Staaten wie Afghanistan oder Mali? Ich kann mich ja noch an den alten Spruch, ich glaube, Peter Struck hat es gesagt, erinnern, Deutschlands Sicherheit wird am Hindukusch verteidigt. Frage an Sie, wird jetzt die deutsche Sicherheit in Afghanistan oder Mali verteidigt oder was passiert da? Naja, in Afghanistan nicht mehr, sind wir abgezogen, also in Mali. Naja, also Struck hatte sicherlich nicht ganz Unrecht, aber ich habe in irgendeinem Interview mal gesagt, das ist Quatsch, was er da gesagt hat. Also es ist natürlich sehr überspitzt formuliert. Und wenn wir mal sehen, warum sind die Deutschen am 1. Januar 2002 nach Afghanistan gegangen? Am 1. Januar 2002 sind die ersten deutschen Soldaten des Vorauskommando in Kabul angekommen. Denken wir an 9/11, der Angriff auf sagen, die Twin Towers und so weiter. Und die USA waren klar, wollten reagieren, Kampf gegen den Terrorismus. Der Bündnisfall wurde ausgerufen, Artikel 5, NATO. Und Gerhard Schröder hat das ja gerade auch in einem Spiegel-Interview deutlich gemacht, die Deutschen mussten mitziehen als Bündnispartner. Und der Schock von 9/11 war so groß, also wir müssen was tun. Und dann ist ja sehr schnell Afghanistan in den Blick gekommen, weil eben Osama bin Laden von den Taliban da versteckt wurde. Und dann hat Deutschland aber sehr schnell es an sich gezogen, ja, also die Amerikaner kämpfen und wir machen eigentlich den Wiederaufbau des Landes. Das Petersberger Konferenz und auch die Soldaten sind ja in so eine Art Blauhelmeinsatz geschickt worden. Also keiner hat an Kampfeinsatz zu dem Zeitpunkt gedacht. Und obwohl es eben nicht um Kampfeinsätze ging, war es wahnsinnig schwer, das im Bundestag durchzusetzen. Schröder hat die Vertrauensfrage gestellt und hat ja nur 2 Stimmen Mehrheit bekommen. So, also man war da aus Solidarität mit den USA. Es schien irgendwie Sinn zu machen. Nach 25 Jahren Krieg in Afghanistan schienen die Afghanen vom Krieg die Nase voll zu haben. Und jetzt wir als Westen helfen diesem Land, nachdem die Taliban vertrieben sind. Das ist aller Ehren wert. Und die Erfahrung, die man hatte, war Bosnien, war Kosovo. Und da war es ja eigentlich gut gelaufen mit den Blauhelm-Einsätzen. Da hatte man die Gesellschaften dann trotz aller Probleme stabilisieren können. Also eigentlich all fine. Und kein Mensch, keine Sau, muss man eigentlich sagen, hat daran gedacht, dass das zu diesen Kämpfen, zu diesem Krieg kommen würde, der dann vor allen Dingen zwischen 2009 und 2011 ausgetragen wurde. Also die Bundeswehr sollte nicht sich zum Kampf nach Afghanistan geschickt werden. Sie musste das dann tun und dann kam man nicht weg und dann musste man diesen Kampf irgendwie annehmen mit all den Problemen. Also um auf Ihre Frage kurz zu antworten, es geht um Bündnissolidarität, es geht darum, sagen, ja, politisches Kapital auf der außenpolitischen Bühne zu gewinnen, aber auch die Idee, die vielleicht irrige Vorstellung, man kann einen Beitrag zur Stabilisierung dieser Gesellschaften zum Guten leisten. Und die Deutschen haben 4 Milliarden Euro investiert in Afghanistan von 2002 bis 2014, um das Land mit wieder aufzubauen. Was man auch sieht, also da sind viele Dinge gemacht worden. Aber was man natürlich nicht geschafft hat, ist die Good Governance herzustellen. Aber da war man, glaube ich, auch zu illusionär von Bosnien-Herzegowina. Ja? Und das war sozusagen die Situation 2002 und ganz ähnlich ist es in Mali gelaufen. Also man folgte den Franzosen, man wollte das Land stabilisieren, nachdem also die Tuareg dann in den Norden eingefallen waren und so gegen die radikalen Islamisten. Und auch da ist wieder das Problem, wie kann man ein Land stabilisieren, das vielleicht gar nicht so sehr stabilisiert werden will. Also zumindest gibt es interne Konflikte und man steht jetzt in Mali vor demselben Dilemma, wie man in Afghanistan eigentlich ist dann sah. Ja, ich habe ja als Politologe ein Zitat von Clausewitz drauf, dass Sie... Wow, ja, jetzt bin ich... Lassen Sie mich überraten, welches es ist. Ja, ich ahne es. Genau, und wir Politologen, wir lesen immer, der Krieg ist die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln. Und wenn jetzt Deutschland in diesem Bündnisfall drin ist, vielleicht auch in dieser Multilateralismusfalle, dass man sich über Artikel 5 und andere Dinge verpflichtet, drin zu sein, ist für mich immer die Frage,
Frage, wessen Politik setzen wir denn da eigentlich fort? Man könnte ja etwas böse unterstellen, die NATO ist so eine US-Organisation und im Grunde ist der Krieg der USA in Afghanistan deren Fortsetzung derer Politik und Deutschland hängt da durch diese Bündnisverpflichtungen mittendrin. Kann man das so formulieren, dass wir gefangen sind im Multilateralismus und dass wir da gar nicht raus können? Naja, die Deutschen haben zwei Fixpunkte. Nie wieder Krieg, also nie wieder, und nie wieder allein. Und wenn man sagt, nie wieder allein, also es ist ja die Angst vor uns selbst. Ja? Also wir trauen uns selbst ja nicht mit unserer Geschichte. Also müssen wir in einem Bündnis immer agieren. Dann ist es schon nicht so schlimm. Aber wenn dieses Bündnis jetzt entscheidet, in den Krieg zu ziehen, oder Sachen, die auch Krieg umfassen, dann können wir natürlich nicht sagen, da wollen wir uns jetzt einmal immer zurückhalten. Da müssen wir halt irgendwie mitziehen. So Mali und so Afghanistan. Und ich würde immer sagen, in der Lage 2.2 war es ein good cause. Also wenn man die Dokumente des Auswärtigen Amtes liest, dann sagt das Auswärtige Amt zu diesem Zeitpunkt, die Afghanen haben 25 Jahre Krieg hinter sich. Wenn die afghanische Bevölkerung Frieden will und Aufbau, dann müssen wir ihnen helfen. Was sie nicht sagen ist, was machen wir eigentlich, wenn das den Teil der Afghanen nicht wollen? Und weil so einfach ist die Welt halt nicht. Ne? Die Afghanen wollen Frieden, dann machen wir Aufbau, alles ist irgendwie all fine. Und dann ist man natürlich in der Falle drin. Aber es wird natürlich diskutiert, nicht Afghanistan als ein Imperialkrieg. Nicht? Also der Gwalter, ein Historiker aus Hamburg, hat ja sich mit Imperialkriegen beschäftigt seit der frühen Neuzeit und er argumentiert und ich finde überzeugend, dass dieser Krieg in Afghanistan sich von der Logik nicht so sehr von den Imperialkriegen des 18. Jahrhunderts unterscheiden. Und man an der Peripherie ist auch nicht unbedingt um Annexionen geht, sondern um Einfluss, den man ausüben will. Und ich finde diese Denkkategorie, diesen Begriff zumindest also diskutabel. Ne? Man muss nicht unbedingt zustimmen, aber es ist natürlich schon so, dass der Westen, sage ich jetzt mal, in Afghanistan dann auch gesagt hat, ja, wir wollen den westlichen Einfluss, das westliche System ausdehnen. Und das war ein ganz starkes Argument der Grünen. Die sagen, naja, wenn wir schon in diesen Einsatz gehen, wenn Schröder schon mit der Koalitionsfrage droht, dann müssen wir jetzt aber auch für Frauenrechte und unser Gesellschaftsmodell kämpfen. Da könnte man kritisch natürlich fragen, naja, aber ist recht, haben wir eigentlich der afghanischen Gesellschaft unsere Vorstellungen des Zusammenlebens aufzudrücken? Ich meine, ich finde die alle gut, die Sachen, aber die Afghanen haben auch durchaus andere Meinungen vielleicht dazu. Also das kann man zumindest diskutieren. Und dann sagen andere, naja, wir sind eine Auxiliarkraft für die USA, wie einst die germanischen Völker den Römern hinterher getrappelt sind, trappeln wir den Amerikanern hinterher. Auch da würde ich natürlich sagen, naja, also die Deutschen waren immer der drittgrößte Truppensteller in Afghanistan. Das war für sie auch politisch wichtig. Und sie haben natürlich auch Einfluss gehabt darauf. Also sie waren diejenigen, die im Norden letztlich sagten, was passiert. Sicher haben die Amerikaner, it was in the end of the game an American game there. Aber die Deutschen haben natürlich Einfluss gehabt und sie haben die Dinge anders gemacht als die Amerikaner. Sie haben wesentlich mehr auf Wiederaufbau gesetzt als die Amerikaner. Also man ist einerseits mitgefangen, aber man hat natürlich durchaus in diesem Rahmen Einfluss. Und die Deutschen haben ja immer in der NATO sehr hohe Positionen. Also der General Rams, einer der NATO-Befehlshaber hier in Europa, hat ja 2009 einen Afghanistan-Einsatz mitgeführt. Also die Deutschen hatten immer Generäle in Kabul und so weiter. Also es war nicht so, dass die Deutschen irgendwie als irgendwie einflussloser Trupp da unterwegs waren. Also die Deutschen waren nicht die Schweiz oder Österreich, die dann auch ein paar Leute da stellten, aber die Deutschen haben eben schon die Verantwortung, einer von vier Regionalverantwortungen hatten die Deutschen. Also es ist a bit of both. Ja, sie sind den Amerikanern hinterhergelaufen, die Amerikaner haben sagen so die Strategien vorgegeben, aber die Deutschen hatten auch Einfluss auf diesen Einsatz, auf das Narrativ, auf die Art und Weise der Umsetzung. Also sie waren mit drin und haben das auch mitgeprägt. In einem Interview, das hatte ich gelesen bei zurlage.com, da haben Sie kritisiert, dass die Bundeswehr im Grunde strategielos durch die Gegend tingelt, von
von Land zu Land. Und Sie haben ja auch erwähnt, dass die Strategien im Grunde sich auch etwas widersprechen. Auf der einen Seite nie wieder Krieg und auf der anderen Seite nie wieder allein. Das sind ja durchaus zwei Strategien, aber die beißen sich leider. Und jetzt ist die Frage für Sie als Historiker, Sie haben ja auch in Ihrem Buch auch nachgezeichnet die Geschichte der deutschen Krieger, der deutschen Soldaten. In welche Richtung? Ich weiß, das ist jetzt eine keine rein historische Frage, also weil sie in die Prognose geht, in die Zukunft. Aber was denken Sie, wird die Bundeswehr irgendwann erwachsen, wird sie dann auch mithelfen und auch aktiv dann entscheiden, dass wir in den Krieg gehen, um teilweise auch den Gegner zu töten? Oder wird die Bundeswehr immer eine Fototruppe bleiben? Also normalerweise überlassen wir Historiker ja die Prognosen den Politikwissenschaftlern, also ihrer Profession. Wenn ich jetzt schon mal gefragt würde, antworte ich natürlich darauf. Es gibt mehrere Strömungen. Die Bundeswehr selber will, glaube ich, auch, ich sage mal mit den Worten von Staatssekretär Jäger aus dem BMZ, die will interventionsfähig sein. Das spüre ich ganz stark in der Marine, im Heer, in der Luftwaffe. Die wollen die Waffen, die sie haben, potenziell auch einsetzen. Keiner will die einsetzen. Aber sie sagen, wenn die Anweisung kommt, wollen wir zumindest in der Lage sein, dazu das zu tun. Und da ist das Wort, hört man oft, wir wollen eine Kriegsfähigkeit herstellen. Sie wollen dazu in der Lage sein, im Notfall einen solchen Krieg, auch ein hochintensives Gefecht zu führen. So, die wollen, also das ist dann eine Debatte innerhalb der Bundeswehr. Ich glaube, dass das innerhalb der Gesellschaft gar nicht so gesehen wird, weil unsere Erfahrung ist ja, was hat es Afghanistan gebracht? Was hat Mali gebracht? Und das wäre nur anders, wenn Politik, Regierung und Bundestag und Fraktionen das auch erklären würden. Und ich glaube, dass Regierung, also die Exekutive, die Legislative, sich dieser Debatte entziehen. Und Studien zeigen, dass wir keine pazifistische Bevölkerung haben, auch in den westlichen Ländern nicht, aber dass Menschen gegen Kampfeinsätze sind, wenn sie sie nicht verstehen. Und das finde ich sehr sympathisch, muss ich sagen. Also ich bin auch gegen Kampfeinsätze, wenn ich sage, ich verstehe gar nicht, was sollen die da eigentlich so. Aber wir haben eben keinen von der Politik her, keinen Diskurs, wo man mal rustikal sagt, ja, unter bestimmten Bedingungen müssen wir eben auch kämpfen. Allein das Wort kämpfen wird eben aus dem Diskurs eher herausgenommen und kommt in homöopathischen Dosen. Und deswegen sind wir Bürger, glaube ich, auch der Meinung, ja, also das kann ja wohl nicht die Aufgabe der Bundeswehr sein. Also so. Und deswegen glaube ich, und ich sehe keine Änderungen. Ich sehe keine Änderungen, dass in einer Fraktion, auch jetzt bei der FDP oder bei der Union, die vielleicht jetzt am Bundeswehrnächsten sind, dass sich das irgendwie ändert. Und interessant ist ja, dass die AfD, wie die Linken, sind sowieso dagegen. Also die sind gegen Auslandseinsätze. Das ist ja alles sagen, für die böse NATO und so. Und die weiß, also die kommen ja beide, die Extreme, wieder zusammen in ihrer Liebe zu Russland. Und die politische Mitte, so, also die Grünen haben auch eine pazifistische Tradition, also die SPD wird jetzt auch sagen, pazifistisch, bleibt also die Union und die FDP. Und ich sehe nicht, dass die so eine Debatte entfachen, dass wir eben dann auch rustikaler auftreten müssen. Also ich glaube eher, dass in Berlin Afghanistan, die Kampfeinsätze in Afghanistan als absoluter GAU empfunden wurden, als größter anzunehmender Unfall und dass gesagt wird, das darf uns nie wieder passieren. Und ich würde prognostizieren, dass die Bundeswehr in den nächsten 15 Jahren praktisch keinen scharfen Schuss abfeuert. Also hier und da vielleicht schießt man vielleicht mal zur Selbstverteidigung, aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass es wirklich zu einem ernsthaften, scharfen Einsatz kommt. Und von einem guten Freund von mir, dem Daniel Pachomenko, der bei Ihnen auch studiert hat, habe ich gehört, dass Sie schon 2007 und vielleicht auch schon früher sich dafür eingesetzt haben, dass es so einen offenen Diskurs geben soll über die Rolle der Bundeswehr. Was soll sie eigentlich? Dass wir es also nicht einfach nur den Politikern überlassen und die sagen halt, da gehen wir mit, da gehen wir nicht mit. Meine Beobachtung war jetzt, dass in den letzten 15 Jahren keine Debatte stattgefunden hat. Das einzige kleine Flämmchen war, wo die Afghanistan-Soldaten zurückkamen und die Frage
Frage war, wo empfangen wir sie, wo bedanken wir uns bei den Soldaten. Aber über die Strategie und grundsätzliche Ausrichtung gibt es ja in den Leitmedien, glaube ich, auch gar keine Debatte. Also wie könnte so eine Debatte entstehen und wäre eine solche Debatte nicht mal schön, damit wir uns mal richtig definieren als Zivilmacht auf der einen Seite oder eben als Kriegsmacht auf der anderen? Ja. Als Militärmacht, würde ich vielleicht sagen. Aber die ich glaube, dass es diese Debatte gibt, ehrlich gesagt. Wenn ich nämlich, wenn wir jetzt mal die Presse, die Leitmedien verfolgen würden, dann kommen wir auf hunderte von Artikeln. Also denken wir an die nukleare Teilhabe, denken wir an die Drohnen, denken wir an Afghanistan rauf und runter, Afghanistan bis hin zum Tatort und alle möglichen Dinge, die da Theaterstücke, Til Schweiger hat einen Film gedreht, aber auch die ganzen, auch der Syrienkrieg und so. Also ich sehe schon, auch im Spiegel gibt es einen Herrn Gebauer, einen Konstantin von Hammerstein, die nur auch sagen, für das Militär zuständig sind. Das gibt es bei der Welt, bei der FAZ, bei der Süddeutschen. Also ich glaube, es gibt diese Debatte, aber sie ist natürlich, wie unsere Medien sind, anlassbezogen. Also es gibt jetzt keiner philosophiert jetzt mal so generell, sondern es ist, wie funktioniert unsere Medienwelt? Es gibt einen Anlass, es gibt eine US-Präsidentenwahl, es gibt die 2%-Debatte und dann diskutiert man darüber. Und das finde ich durchaus breit. Es wird immer wieder, also interne Debatten um, wie soll die Bundeswehr sein, irgendwelche Rechtsradikalismusgeschichten oder Drohnen, Ausrüstungsfragen, Rüstungsskandale und so weiter und so weiter. Also ich sehe da, selbst die nukleare Teilhabe, wie gesagt, wird diskutiert. Die Frage ist halt, was erwarten wir? Ne? Und ich glaube, dass wir sicherlich noch intensiver werden können. Also man kann feststellen, kein deutscher General schreibt Memoiren. Und es wäre für mich interessant, das sind ja diejenigen, die wir bezahlen, für diese, also als Sicherheitsexperten, als Gesellschaft, Sie und ich mit unseren Steuergeldern, die sollen das sozusagen für uns machen. Und ich würde mich als Bürger schon interessieren, ja, was denken die denn über Afghanistan eigentlich? Und da gibt es ja nun genug, die in Ruhestand gingen, aber die vor allen Dingen eins tun, nämlich schweigen. Und es gibt auch dann, wenn man jetzt mal die Artikel zählt, die Bundeswehrsoldaten in der Presse schreiben, die können wir an einer Hand abzählen. Also sie sehen sich irgendwie dann doch nicht als gesellschaftliche Elite, die auch sagen, Teil dieses Diskurses ist. Das ist in anderen Ländern anders. Und ich würde immer sagen, naja, ich weiß es nicht, Sie wissen es nicht, dann sollen die das doch mal uns mitteilen, uns Bürgern. Und dann können wir uns ja auch an den Memoiren reiben und wir können auch streiten darüber, aber es muss ja immer was auf den Tisch liegen. Irgendwie nicht? Und genauso auch bei den Politikern. Es gibt einen Politiker aus dem Verteidigungsausschuss, den alle kennen, nämlich Winfried Nachtwey von den Grünen. Aber der war ja wohl nicht alleine im Verteidigungsausschuss. Da muss es doch noch Leute gegeben haben, möglicherweise, die mit ihm im Verteidigungsausschuss waren. Also das ist einer, der das wirklich zu seinem Lebensthema gemacht hat. Nicht? Und wir schätzen alle Herrn Nachtwey sehr, er streitet dafür. Toller, toller Typ. Ja? Aber ich meine, er ist ja wohl nicht alleine gewesen. Also wo sind denn die? Wo sind denn diese Mitglieder? Und da fokussiert es sich auf wenige, die dann auch breit wahrnehmbar sind. Das ist immer irgendwie früher ein General gewesen. Es war erst Herr Naumann, dann war es Herr Reinhardt, dann Herr Kujatz. Also da kann man, glaube ich, von dieser Seite, von den Experten mehr erwarten und mehr Differenzierung. Und dann müssen wir auch die kritische Frage stellen, ob in unseren Medien wirklich genug Expertise vorhanden ist. Also gerade auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, glaube ich, können wir noch ein bisschen nachlegen, so im Verständnis von Militär, von Kriegen, von Strategien, um auch mehr erklären zu können, um auch mehr auch kritische Debatten anstoßen zu können. Dafür braucht man natürlich Insider. Aber insgesamt würde ich nicht sagen, dass wir diese Debatte nicht haben. Wir haben sie vielleicht nicht so intensiv wie in Großbritannien oder in den USA, aber ich würde sagen, es gibt das. Und nicht zuletzt, allein, dass ich so ein Buch schreibe, Deutsche Krieger, und das auf die Spiegel-Bestsellerliste kommt. Also irgendwer muss es ja gekauft haben und ich kann Ihnen verraten, ein Geheimnis, ich habe sie nicht alle selber gekauft. Ja, sehr schön. Also das beantwortet auf jeden Fall meine Frage. Und eine andere Frage oder ein Thema, was ich in der Einleitung noch erwähnt habe, ist natürlich diese Frage, die irgendwie darüber schwebt, dürfen deutsche Soldaten töten? Gerade vor dem Hintergrund des Zweiten Weltkrieges, da gibt es ja sicherlich diese zwei großen Lager. Ich bin kein Historiker, aber es gibt sicherlich die einen, die sagen, wie Sie sagen, nie wieder. Also es soll nicht nochmal passieren. Deutschland hat diese Sonderrolle in der Welt. Und auf der anderen Seite haben wir eben andere, die sagen, naja, irgendwann müssen wir diese Geschichte überwinden und müssen auch aktiv hinein in den Kampf. Wie ist es eigentlich
eigentlich aus der Sicht eines Historikers? Sie sind ja jemand, der sich Quellen, Originalquellen anschaut, Diaries anguckt, also Tagebücher und alles andere, was es so gibt. Wie gehen Sie an so eine Debatte denn eigentlich heran oder an diese Quellen heran? Haben Sie für sich dann auch eine persönliche Position, die Sie bevorzugen und schreiben dann trotzdem über beide Argumente pro und contra? Oder wie macht das eigentlich ein Historiker? Weil bestimmte unsere Zuschauer, Zuhörer haben noch nie einen Lebendigen betroffen. Ein lebendiges Exemplar. Ja. Naja, also wir alle haben ja den Berufsethos, möglichst objektiv zu sein. Und wir alle wissen, dass wir nicht objektiv sein können, weil wir alle natürlich einen Bias und eine Einstellung haben. Aber ich habe ja zum Beispiel über die Bundeswehr im Kalten Krieg versucht, wirklich eine breite Diskussion darzustellen. Und die Bundeswehr ist im Kalten Krieg und auch die bundesrepublikanische Gesellschaft, was die Bundeswehr anbelangt, so ein bisschen auf der Suche nach sich selbst. Das ist halt sehr widersprüchlich. Und man hat eine Armee. Aber alles ist klar, die darf nicht kämpfen. Weil wenn sie kämpft, ist das Land eigentlich kaputt, weil es wird einen Atomkrieg geben. Und selbst wenn es keinen Atomkrieg gibt, ein großer konventioneller Krieg der Blöcke endet im Untergang dieses Landes. Und das führt ja zu einer Ambivalenz, dass man die Frage stellt, muss man das Militär eigentlich vom Krieg denken, wie es jahrhundertelang getan wurde? Militär ist zum Krieg da, also wofür sonst? Oder vom Frieden. Und dann wird ja die Bundeswehr auch in einen Friedensdiskurs kämpfen, um nicht kämpfen zu müssen. Der Habitus verändert sich, der Bauchumfang verändert sich der Soldaten, weil irgendwie kämpfen müssen wir ja eh nicht. Wir sind ja in 7 Minuten eh tot. Und man macht sich auch an dieser Friedensgesellschaft irgendwie, ist gemütlich, ne, und geht schön am Freitag um 15 Uhr zu Hause, was die NVA nicht begreifen kann, und so. Und man redet von Staatsbürger in Uniform und innerer Führung und dekliniert eigentlich das scharfe Ende raus und die Bundeswehr muss ja auch nicht kämpfen. So. Und diese Diskussion kann man sich eigentlich leisten, aber im Kalten Krieg, in der Bonner Republik ist es noch so, dass irgendwie alle Parteien, also die SPD, die CDU, eigentlich sagen, naja, aber da in DDR sind halt irgendwie 20.000 Panzer und wir brauchen schon irgendwie eine Armee und die muss irgendwie auch kämpfen. Es kann jetzt keine Gurkenarmee sein. Also weil dann hat sie keine Abschreckung. So. Und diese Rolle erfüllt die Bundeswehr auch. Aber sie ist natürlich da schon ambivalent. Und in den 1990er Jahren wird es dann nicht, was denn für ein Krieg? Ja, das ist Peacekeeping, Somalia. Ja, wo ist denn der Krieg? Wir sind von Freunden umgeben. Wir brauchen keine Krieger, nicht? Und da ist man eigentlich nahe bei sich. Dann gibt es die Wehrmachtausstellung und man distanziert sich auch immer stärker von der Wehrmacht. Und man ist eigentlich, ist Gesellschaft und Bundeswehr, als Afghanistan losgeht, 2001 ganz nah beieinander. Es geht um Blauheim-Einsätze, es geht um Friedenseinsätze und die Wehrmacht ist irgendwie auch weg. So. Und das kann man nur machen, weil man nicht kämpfen muss. Ja? So, bis auf die 280 Raketen, die man da im Kosovo-Krieg abschießt. Aber das sieht keiner an den Fernsehbildschirmen und das ist dann, die bösen Bilder kommen dann von den Amerikanern. So. Und damit ist dann Bundeswehr, das ist ja gar nicht mehr der Krieger oder der Kämpfer, sondern das sind eben, das ist das THW, das bewaffnete THW. Und das ist irgendwie auch schön und die fahren rum und die wehen mit der Hand und das ist eigentlich alles, kommt auch keiner um oder ab und zu schießt sich mal einer in den Fuß, aber das ist eigentlich alles irgendwie friedlich. Und das ist natürlich eine Rolle, die in Amerika, in Frankreich, in Großbritannien, aber auch zum Beispiel in Russland völlig anders gesehen wird. Sie sagen, ja, wozu haben wir denn das Militär? Und wir sind eben Interventionsstreitkräfte. Ist eine andere Rolle, auch eine andere historische Erfahrung. Und die Probleme, die Ambivalenz kommt eben mit Afghanistan wieder rein. Ja, scheiße, jetzt müssen wir doch kämpfen, aber das ist doch gar nicht unser Selbstverständnis. Aber weglaufen können wir auch nicht. Wir können nicht sagen, jetzt schnell weg. Und die Soldaten beweisen ja auch, dass sie zu kämpfen verstehen. Die vielen Russlanddeutschen im Übrigen, ganz in besonderem Maße in der Bundeswehr. So. Und heute ist natürlich wieder die Frage, was wollen wir eigentlich? Keiner von uns will Kampf und Krieg. Aber die Frage ist, wie reagieren wir auf die Rolle Russlands? Wie reagieren wir auf die Rolle Chinas? Und ja, also militärische Macht spielt als Projektion, als Abschreckung natürlich in der internationalen Politik massiv eine Rolle. Nicht, die Russen haben sich letztlich durch den Syrien-Einsatz zurück auf die internationale Bühne gebaut. Und die Art und Weise, wie wir den Ukraine-Konflikt zu zahlen haben, das spielt natürlich eine massive Rolle. Ja, das ist, diese Konflikte gibt es ja. Und sollen wir Deutschen sagen, den Ukrainern wünschen wir jetzt mal viel Glück. Ne? Sie können ja vielleicht ein Sit-in machen mit den Russen und die lassen sich dann bestimmt überzeugen, dass es nicht so gut ist, mit Waffengewalt im Donbass zu operieren. Also, liebe Leute, so funktioniert halt die Politik nicht. Ne? Und China setzt natürlich massiv nicht auf Krieg, aber auf Abschreckung. Ne? Also, alle gehen davon aus, dass China so weit rüstet, dass auch die USA, irgendwann der Westen sowieso, also Europa sowieso nicht, aber auch die USA sagen,
eine militärische Konfrontation ist uns zu kostspielig. Ne? So. Und das, dann sagen sie so, das südchinesische Meer gehört jetzt uns. Ne? Und wollt ihr uns verhindern, ihr Deutschen mit eurer Fregatte? Doch wohl im Leben nicht. Ne? Dann können wir wieder unsere Kerzen anzünden, Sit-in machen und so. Aber die Vietnamesen und die Philippinen und Japan, die finden das nicht lustig. Also die Welt ist eben nicht so friedlich. Die Zahl der Kriege nach 1945 hat eben nicht abgenommen. Die Zahl der Opfer hat abgenommen, aber nicht die Zahl der Kriege. Und dem weichen wir Deutschen aus. So. Und das machen wir, weil wir natürlich diese besondere Erfahrung nicht von Holocaust und Weltkrieg und Millionen Toten haben. Wie, es ist ja klar, dass wir Deutschen so sind. Ich meine, wie soll es anders sein, kann man fragen. Nur, wir stehlen uns damit davon, wir schwächen Europa. Wir schwächen auch den Eintritt für unsere Werte. Wenn wir dann sagen, ach, wir geben das aus der Hand, wir müssen, also Abschreckung spielt meines Erachtens eine ganz große Rolle und sie hat meines Erachtens auch im Kalten Krieg funktioniert. Und Abschreckung heißt dann aber auch a capable army, die dann auch eingesetzt werden kann und man sagt, ich mache es lieber nicht, ich setze lieber auf diplomatische Mittel, weil es könnte sein, dass die Europäer da irgendwie uns ans Haupt ziehen. Wenn ich die Europäer gar nicht mehr ernst nehme, dann kann ich natürlich in Debattenkulturen versuchen, unsere Werte zu verteidigen, aber damit werde ich gegen bestimmte Mächte nicht weit kommen. Also in diesem Dilemma sind wir. Und ich glaube, dass wir Deutschen aufgrund, wir entkommen unserer Geschichte nicht, wie auch. Ja? Und deswegen werden wir da gefangen bleiben. Und ich würde nur raten zu mehr ein Stück Realismus. Ich bin überhaupt nicht für das Stolpern in Auslandseinsätzen. Ich bin sehr kritisch, was Afghanistan und Mali anbelangt. Aber ich habe ja auch über Syrien geschrieben. Das Buch heißt Blutige Enthaltung. Man kann sich auch schuldig machen, wenn man nicht interveniert. Und die Schlussfolgerung ist nicht, dass Interventionen per se sagen, negativ sind. Es gibt eben gute und es gibt schlechte Beispiele. Das ist die Frage, wie man es macht. Und da würde ich mir zu mehr Reflexion. Da müssen wir strategiefähiger werden. Wir müssen klar, was wollen wir auch nicht. Und ich hätte auch kein Problem damit, die Bundeswehr aufzulösen und sagen, wir sind eben eine Friedensmacht. Wir setzen eben auf Entwicklungshilfe und so weiter. Aber dann sind wir natürlich aus der NATO raus. Und deswegen wird es auch nicht passieren. Es wird auch eine grüne Bundeskanzlerin wird nicht aus der NATO austreten und wird auch die Bundeswehr nicht abschaffen. Nicht da? Diese Logik verstehen auch die Grünen. Ja, zum Schluss noch zwei Bonusfragen, die jetzt nicht unbedingt auf die Bundeswehr abzielen, sondern ganz allgemeiner Natur. Und zwar, nicht alle, das ist ja, glaube ich, ein offenes Geheimnis, sind extreme historische Experten. Die Was? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Wobei, wir alle hatten Geschichtsunterricht tatsächlich in der Schule. Ist ja Pflichtfach, zumindest, glaube ich, an allen Schulen, die ich kenne. Jedenfalls ist halt die Frage, wenn Sie jetzt so einen Mythos benennen könnten, was vielleicht an der Schule falsch gelehrt wird oder was die Menschen durch ihre Beobachtungen falsch über Geschichte denken, welcher Mythos wäre das und warum ist dieser Mythos über Geschichte falsch? Also es gibt natürlich bei uns immer nicht einen Mythos, sondern es gibt immer alles. Es gibt einen Historiker, der sagt es so und der andere sagt, es war so. Vielleicht gibt es einen Mythos, was man aus der Geschichte zu lernen hat und dass es sagen, diese Schlussfolgerung aus der Geschichte gibt. Also dann heißt es ja immer, wie 1914, wir drohen in einen Krieg zu schlittern. Also denk mal an die Ukraine-Krise 1914. Und ich muss dann immer so, oder jetzt auch mit Rechtsradikalismusdebatten, ja, wir sind wie in der Weimarer Republik, Ende der Weimarer Republik. Ich muss da auch so ein bisschen lachen, weil das ist vielleicht dann die Quintessenz. Geschichte ist wie ein Wühltisch. Geschichte ist wie ein Wühltisch. Man sucht sich einfach das Teil raus, was zur aktuellen Politik, zur aktuellen politischen Meinung passt. Also, 2014. Ist die Parallele 1914? Also, da wäre die Konsequenz um Gottes Willen zurückhalten. Oder ist die Parallele 1938, Appeasement-Politik? Also nein, man muss dann auch mal irgendwann fest auftreten und vielleicht sogar Militär einsetzen. Also 1938, ja, wären wir froh gewesen, die Westalliierten hätten Militär eingesetzt gegen Hitler, schon 1936. 1914, ja, der Einsatz von Militär war natürlich ein Wahnsinn. Und deswegen wird Geschichte von allen Akteuren und gerade von der Politik, also wie ein Wühltisch. Man sucht sich halt das Teil raus. Man ist natürlich an Geschichte und an der Komplexität von Geschichte null interessiert, 0,0, sondern man sucht einfach das Argument, was jetzt gerade zum Wahlkampf oder zur eigenen Partei irgendwie passt. Und da muss ich ja mit dem Kopf schütteln und sagen, Leute, it's a bit too simple. Ne? Es ist dann zu einfach. Und wir müssen einfach verstehen, wie komplex und wie ambivalent Geschichte ist. Und ich bin immer amüsiert, wenn ich
und Politikerreden höre, bis zum Bundespräsidenten, wie einfach Geschichte da dargestellt wird. Und wir Historiker schreiben uns die Finger wund und versuchen also die Grautöne rauszutütteln und ja, wie schwierig und widersprüchlich das ist. Und dann wird das sagen in einem Aufwasch sagen, schwarz und weiß dargestellt. Also wir müssen einfach, ich glaube, in unseren jetzigen Geschichtsdebatten haben wir eine Abstinenz von Ambivalenz. Und ich wäre einfach dafür, dass wir auch ein Stück weit mehr die Ambivalenzen zulassen. Wir sind eben Thomas Nipperdey, der Münchner Historiker, hat mal diesen berühmten Satz gesagt, die Grundfarbe der Geschichte ist grau. Und es gibt da eben viele Schlussfolgerungen. Und ich finde, für eine so moderne, reflektierte Wissensgesellschaft wie uns, fände ich einfach so ein bisschen mehr Grautöne, das zuzulassen, einfach verschiedene Schlussfolgerungen, fände ich eigentlich angebracht. Und da muss ich immer so ein bisschen lachen, wenn es in so eine Richtung Schwarz-Weiß geht. Okay, ja, übrigens mein damaliger Lieblingslehrer ja, an meinem Gymnasium, der Dr. Mannigel, der hat was Ähnliches gesagt wie Sie. Sie nennen es Abstinenz von Ambivalenz und sein Lieblingswort war Ambiguitätstoleranz, dass man eben diese Doppeldeutigkeit aushalten muss, dass es nämlich diese zwei unterschiedlichen Meinungen gibt, wie wir es auch bei der Bundeswehr gehört oder rausgearbeitet haben. Nie wieder auf der einen Seite macht Sinn, aber auch nie wieder allein macht auch irgendwie Sinn, weil wir können ja nicht nichts tun. Und dann wird es kompliziert, ja. Und dann wird es kompliziert und deswegen finde ich auch das Nipperdey-Zitat auch toll, dass es grau ist und das überschneidet sich und je nachdem aus welcher Perspektive, das ist auf jeden Fall eine sehr spannende Geschichte. Zum Schluss noch eine Frage und zwar sind wir ja offensichtlich in einer ganz besonderen Zeit mit den Corona-Maßnahmen, den Corona-Einschränkungen und man liest ja vielerorts über die Vergleiche der Corona-Maßnahmen mit allen unterschiedlichsten Diktaturen. Also ich selber habe mit Michael Esfeld ein Interview geführt vor 2-3 Wochen, das wird dann auch bald online gehen. Und da ging es auch um Vergleiche mit der Sowjetunion, da ging es Vergleiche mit dem Nationalsozialismus. Und die Vergleiche laufen dann ungefähr so, dass man dann eine Corona-Maßnahme nennt. Und ich will jetzt nicht dafür oder dagegen sprechen. Mich würde einfach interessieren, was Sie als Historiker dazu denken, dass man zum Beispiel sagt, Ausgangsbeschränkung gab es halt nicht mal in den Diktaturen. Oder Berufsverbote, wie wir sie jetzt haben, gab es auch nicht in Diktaturen. Oder Demonstrationsverbote gab es auch nicht in Diktaturen. Also wir leben teilweise in einer schlimmeren Zeit als eben zu Zeiten von Fidel Castro oder Josef Stalin oder Adolf Hitler oder wie sie alle heißen. Was halten Sie von diesen Corona-Vergleichen? Würden Sie sagen, ja, die Geschichte ist ein Wühltisch und jeder greift sich was raus, aber ist es denn korrekt und kann man dann für ganz bestimmte Kriterien, zum Beispiel Ausgangssperre, kann man da nicht sagen, dass es gerechtfertigt ist oder wie sehen Sie das? Also ich halte das ehrlich gesagt für Quatsch. Weil ich meines Erachtens werden diese Vergleiche gezogen, um dem eigenen Empfinden, der eigenen Empörung mehr Gewicht zu verleihen. Also wenn ich sage, das ist ja wie in einer Diktatur, gar wie bei Hitler oder wie bei Stalin, also höher kann ich ja nicht greifen, dann erzeuge ich Aufmerksamkeit. So. Aber ich meine, das ist eine unendliche Verharmlosung, sei es von Stalin oder von Hitler. Ich meine, das sind alles Diktaturen, die Millionen Leute umgebracht haben. Und ich meine, man kann ja darüber halten, was man will, aber es wird ja keiner umgebracht hier. Also ich halte das für es ist wieder das Wütisch-Argument. Ne? Also man ist empört, man ist enttäuscht und dann muss es eben der Genozid sein. Also sind so Catchwörter, die Public Attention erzeugen, und öffentliche Aufmerksamkeit oder der Diktaturvergleich. Und daraus schreit aus meiner Sicht immer das historische Unwissen einfach nicht. Und man kann ja dagegen sein, man kann ja auch dagegen argumentieren und sagen, ich finde das ungerechtfertigt, aber vielleicht einfach nur mal so zwei, drei Gänge runterschalten. Nicht? Und ich glaube, dass wir aus meiner Sicht viel gar nicht merken, wie gut es ihnen geht und dass wir eben natürlich demonstrieren können. Auch es gibt auch Corona-Demonstrationen und Querdenker und ich weiß nicht was alles. Also ich meine, das hätte es alles in Diktaturen nicht gegeben. Also ich meine, die Leute werden nicht in Lager gesteckt und die werden auch nicht umgebracht und so weiter. Also man kann sich über dieses und jenes aufregen, aber Diktaturenvergleich, also das schlägt doch auf denjenigen meines Erachtens zurück, der das aufbringt. Und es geht, glaube ich, auch, geht ja nicht um die historische Debatte, es geht um Aufmerksamkeit. Und wir haben eben bei uns mit unserer Geschichte Catchwörter und es muss dann halt Hitler oder Stalin sein. Also drunter kann ich es ja nicht machen, weil sonst kann ich keine Aufmerksamkeit. Oder Genozid ist immer, sind so diese drei.
Und also da kann ich nur sagen, ich halte da nichts davon. Und es ist eher ein Marker für jemand, der schreit nach Aufmerksamkeit. Und das offenbar mit Argumenten dann nicht erreicht. Wobei blöderweise, sage ich mal in Anführungsstrichen, funktioniert es ja. Also die Leute ziehen ja die Genozid- oder die Totalitarismuskarte nicht, weil sie es wollen, sondern weil es tatsächlich funktioniert und andere klicken auf Thumbnails beziehungsweise Twitter-Posts, die genau diese Begriffe haben, Und weil denen dann mal. kommt die Empörung darüber, dass jemand das gesagt hat, aber da es ist so durchschaubar und da kann ich immer als Historiker, als Wissenschaftler dann sagen, Leute, regt euch ab und man kann dafür dagegen sein, man kann um das Argument ringen, ja, aber gleich mit diesen Keulen, mit diesen Maximalkeulen, also das, ja, also das, also Gott sei Dank bin ich nicht auf den sozialen Medien. Das ist ein Grund, weil ich das, diese Debatten sind aus meiner Sicht Zeitverschwendung. Also das ist einfach, da geht es um Empörung, um den Austausch, dafür habe ich keine Zeit und mit dem will ich mich auch nicht aussetzen. Aber es geht ja nicht um ein sinnvolles Argument. Ja, und zum Schluss, Sie hatten es ja angedeutet, ich hatte es angedeutet, Sie haben ein Buch geschrieben, was überraschenderweise in die Spiegel-Bestsellerliste gekommen ist. Das heißt Deutsche Krieger. Erzählen Sie mal ganz kurz zum Schluss was drüber. Ich muss jetzt sehen, wie ich es in die Kamera halten soll. Jawohl. Naja, das Buch ist im November letzten Jahres rausgekommen. Deutsche Krieger vom Kaiserreich zur Berliner Republik, eine Militärgeschichte. Und es ist der Versuch, durch 150 Jahre deutsche Militärgeschichte einen Überblick zu geben. Und der Titel Deutsche Krieger deutet es an, sagen, mit dem Fokus, wie wird der Krieg gedacht, jeweils von der Gesellschaft, vom Militär und wie wird er geführt? Also im Krieg und im Frieden, wie wird der Krieg gedacht und wie wird er dann im Krieg geführt? Und etwa die Hälfte des Buches geht über die Bundeswehr. Es gibt auch ein Kapitel über die NVA, ein Kapitel über die Wehrmacht, über die Reichswehr und über das Kaiserreich. Und ich spüre auch so ein bisschen den Unterschieden und den Parallelen der einzelnen Armeen. Und natürlich gibt es ganz viele Unterschiede, die Gesellschaften sind andere, aber es gibt eben auch Parallelen, wie denkt sozusagen die Kampftruppe, welche Rolle spielen so Kulturen der Kampftruppe, Tribal Cultures, und da gibt es immer noch Ähnlichkeiten und auch die Wehrmacht steckt ja immer noch, auch wenn natürlich schwächer, während in der Bundeswehr ein Stück drin, in der Art und Weise, wie man bestimmte taktische Gefechte denkt und sowas. Und darum geht es in diesem Buch und das hat zu vielen Diskussionen geführt und es ist immer gut, wenn wir diskutieren, nicht? Da gibt es Leute, die dafür sind, da gibt es Leute, die dagegen sind, aber das ist ja genau richtig, dass wir uns über dieses sozusagen wichtige Thema auseinandersetzen. Und ich habe auch ein Kapitel über Afghanistan und konnte da auch Tagebücher von Afghanistan-Veteranen einsehen. Und von daher kommen wir, glaube ich, ein Stück weiter in der Debatte. Ja, super. Also das Buch verlinken wir natürlich in der Beschreibung. Und ich bin selber auch Buchautor, schreibe natürlich nicht über die Bundeswehr, sondern eher über Rhetorik. Haben Sie einen Punkt im Buch, den Sie jetzt aus heutiger Sicht etwas anders geschrieben haben? Weil es kommt ja viel Feedback, wahrscheinlich auch von historischen Kollegen und ähnlichen Leuten. Gibt es da vielleicht einen Punkt, wo Sie sagen, na, das hätte ich etwas anders sagen sollen? Also bisher nicht. Bisher war die Kritik erwartbar und sie kommt aus einer bestimmten politischen Richtung. Und da gibt es, wir Historiker gönnen uns ja nicht das Schwarz unter den Fingernägeln. Da gibt es also wilde Feindschaften, die seit Jahren herzhaft gepflegt werden. Und ich habe auch wahnsinnig viel Zuspruch, gerade auch aus der Bundeswehr bekommen und auch von Leuten, wenn ich es jetzt nicht erwartet hätte. Bisher, also man blickt ja immer auf sein Buch zurück und wenn man dann vielleicht auch neue Quellen hat, sieht man einige Dinge anders. Also ein Punkt, wo ich jetzt rede, fällt mir ein, als ich das Buch geschrieben habe, als ich es fertig geschrieben habe, war es so genau vor einem Jahr, im Juli 2020. Und damals konnte ich mir nicht vorstellen, dass die Amerikaner aus Afghanistan abziehen und damit die Deutschen. Ich habe immer gedacht, die bleiben da. Und das steht auch so drin. Und das ist natürlich jetzt überholt. Die Entscheidung ist getroffen. Also das muss ich vielleicht in der Neuauflage nochmal ändern. Aber bisher beim Rest würde ich so bleiben. Ja, das ist doch eine ziemlich gute Nachricht. Bei mir ist es, also die Geschichte ist auch unvorhersehbar. Ich komme ja ursprünglich aus der Ukraine und ich hätte auch nie gedacht, dass Russland jetzt sich die Krim zurückholt und dass auch Donetsk oder die Ostukraine, dieser Block, dann jetzt militärisch zu Russland oder von Russland unterstützt wird. Aber ich glaube, das macht Geschichte auch so spannend. Sie
ist auf der einen Seite verstaubt, wenn man jetzt ganz weit zurückgeht, aber auf der anderen Seite findet Geschichte auch heute statt. Und ich finde, ihr versucht das zu zeichnen, wie was die Kontinuität der Bundeswehr ist. Das ist Ihnen ja schon deswegen gelungen, weil Sie Spiegel-Bestseller wurden. Also herzlichen Glückwunsch nochmal dafür. Und Herr Neitzel, gibt es noch eine letzte Sache für unsere Zuschauer, Zuhörer, die Sie sagen wollen? Oder ist alles gesagt, die Leute holen sich das Buch Es und ist alles gesagt und wir sollten, glaube ich, einfach kritisch teilnehmen an der Diskussion über Sicherheitspolitik, über Bundeswehr. Und ich sage, anything goes, alles ist erlaubt zu sagen, aber wir sollten dann versuchen, unsere Meinung zu sagen dazu. Wir sollten auch die Bundesregierung und das Parlament auch stellen, konkret zu dem zu stehen, was ist ihre Politik, ihre Strategie, so oder so. Es gibt ja manchmal so eine Vogel-Strauß-Politik, also das ist so ein Thema, das nehmen wir eher raus, das ist irgendwie unangenehm, genauer lieber weggucken. Nee, und da würde ich sagen, vielleicht ist die Gesellschaft aufgeklärter und erwachsener, als Politik glaubt. Und wir können nur als Bürger immer wieder auch den Finger in die Wunde legen. Nicht sagen, erklärt uns die Einsätze, wozu ist die Bundeswehr da? Wir können sie auch auflösen, aber Ehrlichkeit. Das ist eigentlich mein Argument. Man kann unterschiedlicher Meinung sein, aber es geht um Ehrlichkeit. Und dieses Muddling through, ja, wir reden so und ein bisschen so, also das ist, glaube ich, da wären wir auch den Soldaten nicht gerecht. Und ich würde immer sagen, die Soldaten haben eine Bringschuld uns gegenüber. Sie müssen verfassungstreu sein, wir müssen ihren Auftrag erfüllen. Aber wir als Gesellschaft haben auch eine Verpflichtung ihnen gegenüber, weil sie letztlich in unserem Mandat sozusagen von unseren Volksvertretern in den Einsatz geschickt werden. Und wir sollten auch dann versuchen, das irgendwie einigermaßen realistisch zu betrachten, was es ist, was Militär auch nicht sein kann, und da eine klare Haltung zu entwickeln. Also ja. Daher bleiben wir weiter im Gespräch drüber. Ja, klare Haltung. Ich glaube, besseres Ende kann man gar nicht finden. Herr Professor Neitzel, vielen Dank für dieses schöne Interview. Ja, immer gerne. Ja, und lieber YouTube-Abonnent, was denkst du denn über die Bundeswehr? Es gibt ja unten die Möglichkeit, das Video zu kommentieren. Ich bin extrem gespannt, was du der Frage denkst. Ist die Bundeswehr eine Verteidigungsarmee? Dürfen deutsche Soldaten töten? Das, was wir besprochen haben, das können wir doch sachlich auch in den YouTube-Kommentaren diskutieren. Vielleicht ohne Maximalkeulen, so wie es Herr Neitzel so schön ausgedrückt hat. Aber sachlich darüber diskutieren, wie soll die Bundeswehr sein? Was soll die Bundeswehr tun? Das würde mich interessieren. Schreib's unten rein. Haben wir eine sachliche Debatte? Denn nicht umsonst heißt die Sendung Menschen überzeugen. Vielleicht wirst du ja jemanden überzeugen mit deinen Argumenten. Danke und bis bald, dein Vlad. Hast du eigentlich schon daran gedacht, diesen Kanal zu abonnieren, einen kleinen Kommentar zu hinterlassen oder einen Daumen hoch zu klicken, weil du das Video in Wirklichkeit sehr, sehr gut fandst? Naja, zumindest eine Person würde das sehr, sehr glücklich machen. Ich sag's ja nur.